Ah. Lass den Hasen jetzt in Ruhe. Ich will hier irgendwo in der Höhle und ein Feuer machen und mich hinlegen. Damit ich im Tage weiterlaufen kann. Ich habe auch Angst, dass ich hier jetzt noch irgendwo einbreche. Das würde noch passen. Ich weiß aber nicht, wo hier irgendwas ist. Da steht ein Schild. Ich weiß gar nicht, seht ihr? Ja doch, ihr seht noch was. Auch wenn ich kaum was sehe. Funkturm, da lang. Wo lang? Da hoch? Nö. Ach, da lang. Ne, das ist doch schon wieder ein großer. Die soll ich liegen lassen. So, ich soll nur die Stöcker mitnehmen. So, Zweige liegen lassen. Und Stöcker mitnehmen. Genau, das mache ich. Und ich erfriere aber gleich. Wenn hier nicht irgendwo eine schöne Hütte ist, wo ich mich mal unterstellen kann. Aber ist hier nicht. Nur so ein oller Funkturm. Ganz toll. Ist hier eine Höhle? Nee. Nicht wirklich. Ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach draußen Feuer machen kann und ob das so eine gute Idee ist. Hier ist da auch nichts. Ich sehe nichts. Ich muss mich aber trotzdem mal aufwärmen, glaube ich. Ich mache mir jetzt einfach mal hier ein Feuer. Mal kurz aufwärmen. Come on. Bevor wir gleich total erfrieren, das wäre doof. It worked. Können wir denn eigentlich unsere Gesundheit auch ein bisschen herstellen? Wir haben Antibiotika. Ich weiß jetzt nicht, ob die was bringen. Um die Gesundheit jetzt ein bisschen zu regenerieren, weil die ist doch schon ganz schön runter. Unterkühlungsrisiko, kaltes Wetter. Ja, diese waren nur wirkungslos. Ganz toll. So, können wir jetzt was essen? Wir haben da noch ein bisschen was. Wir hätten uns jetzt auch ein... Irgendwie kann man da aber auch... Wartet mal ganz kurz. Wir können auch irgendwie Schnee schmelzen. Aber dafür brauchen wir so eine Büchse, glaube ich. Habe ich sowas im Rucksack? Ich weiß, ich habe noch Wasser, aber... Was ist das hier? Wasserreinigungstablette. Okay. Recycelte Dose verwenden. Hm. Na toll, das habe ich dir da hingestellt. Ja. Ja, keine Ahnung, wir haben ja auch noch Wasser. Wir haben aber auch, wir brauchen jetzt eigentlich auch nichts trinken. Das Essen wäre schon wichtiger, deshalb hätten wir lieber einen Hasen nehmen sollen. Jetzt weiß ich nicht, packen wir jetzt hier noch was rauf oder gehen wir weiter? Ich würde sagen, wir packen noch einmal Altholz rauf. Und wärmen uns noch ein bisschen mehr auf. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, dann immer gerne her damit. Was ich jetzt tun soll, weil... ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, bei Nacht weiterzulaufen, aber wir sind halt eben hier total ungeschützt. Das ist, glaube ich, auch nicht so unbedingt die beste Idee, die ich jemals hatte. Mann, warum hat denn der Typ immer noch Hunger?
blöden Riegel bringen jetzt auch nicht so viel. Am Lagerfeuer sind zwei große Steine vor, da kannst du die Dose draufstellen. Das probieren wir doch mal aus. Habe ich denn die Dose überhaupt gefunden? Hier. Verwenden. Ah! Die sind ja sogar markiert. So. Und jetzt? Ah, Wasser. Schnee schmelzen. Aber ich glaube, wir müssen noch mal was rauflegen hier. Holzbrikett habe ich auch noch. Guck mal, wir haben ganz viele Stöcker. Jetzt heizt das auch mal ordentlich hier. Gut, dass ich ein paar Stöcker gesammelt habe. Auch wenn es ein bisschen zu viel waren. So, das ist auch gleich fertig. Great, a town. Maybe I can find help there. Was? Wo? Wo hat er jetzt eine Stadt gesehen? Ach, da unten. Gut, dann wärmen wir uns noch ein bisschen auf. Und dann gehen wir da mal runter, vielleicht finden wir da ein bisschen was. Aber erst aufwärmen, das ist erstmal wichtig. Ich glaube, da jault ein Wolf. Kann man das jetzt einfach so trinken? Nicht trinkbares Wasser. Gleich kocht's. Wasser, von dem du krank werden kannst. Egal. Aufheben. So, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Das funktioniert ganz gut. So, wir warten jetzt hier noch eine Stunde. Wir könnten das natürlich auch hinpacken, glaube ich, aber... Ja, eigentlich will ich da runtergehen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wo muss ich denn da lang? Das ist relativ weit noch. Ist ja auch nicht mehr lange. Oder ich versuche das mal mit dem Schlafsack, aber ich weiß nicht, ob das hier draußen überhaupt so eine gute Idee ist. Ich will in der Nähe vom Feuer natürlich. So. Dann würde ich mal sagen, wir verbringen hier doch die Nacht. Legen aber nochmal ein bisschen was auf. Aber nicht zu viel. Stöcke haben wir eh noch genug. Komm, wir versuchen mal auf 4 Stunden zu kommen. Ja. Vielleicht können wir jetzt 4 Stunden schlafen. Wir müssen das Feuer noch brennen. Hoffentlich erfrieren wir jetzt nicht, das wäre doof. Es ist immer noch nicht viel heller geworden, aber da hinten geht, glaube ich, schon die Sonne auf. Und es ist auch komplett warm, also man kann sich auch draußen mal hinlegen. Das ist doch gut. Gut zu wissen. So, den nehmen wir natürlich wieder mit. Jetzt haben wir noch 36 Minuten. Das passt also. Obwohl wir eigentlich gar nicht warten müssen, weil, ja, wir sind eh voll aufgewärmt, da können wir jetzt loslaufen. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Weg da runter zu den Häusern finden. Und hoffen, dass wir hier nicht irgendwo nach dem
Isegrim über den Weg laufen, dem Wolf. Hier ist ein... Ist das eine Höhle? Na klasse, direkt vor meinen Augen, oder? Was, ist das keine Höhle? Ich sehe das nicht. Da hätten wir auch übernachten können. Ich mich wohl da drinnen gefühlt. Aber wie komme ich denn jetzt da runter, wo ich runter muss? Zu den Häusern. Ich hätte Angst, ich habe jetzt echt Angst, dass das dann irgendwie eine Wolfshöhle war oder sowas. Ich hätte vielleicht eine Fackel mitnehmen sollen, aber... Auf jeden Fall ist es verdammt kalt, glaube ich. So schnell wie unsere Temperatur jetzt schon wieder fällt. Gut, dass unser Feuer noch brennt. So, wie kommen wir denn jetzt da runter? Müssen wir da runter klettern? Das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Hier komme ich ja nur wieder dahin. Von hier bin ich doch gekommen, oder? Oder nicht? Nee, bin ich nicht. So. Oh. Nichts brechen. Da. Da brennt sogar Licht. Cool, es gibt doch noch ein Leben. Und Wolf wird sich ja wohl kaum Licht angemacht haben. Look, smoke from that chimney. That means someone's home. Untersuche das Haus. House at the end of the road. Und ist nur das eine. Hello? Anyone out there? Ja, ich. Ach so, oder habe ich gerufen? Oder war das jemand anders? Ach, ich weiß es nicht. Gut. Nicht gut. What happened here? Er hat nichts dabei. Und Beil. Sicher ist sicher. This whole area looks like it's been abandoned for a while. Oh, dieses Wolfsgejaule, ne? Furchtbar. So. Jetzt bin ich gespannt, wer hier drinne wohnt.